Thema Gleichung lösen. Wir machen weitere Übungen, sind in der 7. Klasse und haben gerade einen Test ausgewertet. Und ich verweise nochmal auf Folgendes. Wenn ich zum Beispiel ganz locker schreibe, ihr müsst jetzt nicht mitschreiben, sondern bloß mal ganz kurz zugucken. 18 durch 4. Wie sieht die Zahl mittlerweile aus? Wie 1884. Gewöhnt euch solche Dinge nicht an, dass ihr Doppelpunkte so macht. Das ist fast eine 8 und bei einem war es schon eine 8 geworden. Das ist Mist. Genauso will ich von euch keine amerikanisch geschriebenen Einsen sehen. Denn bei uns heißt dieses Ding Regiestrich. Das ist eine 1, alles andere ist Quatsch. Das geht hier nicht. Das geht vielleicht, wenn ihr später Professor seid und das schon tausendmal gemacht habt, ist es vielleicht möglich, aber selbst dann steht ihr vor Schülern und zeigt denen das falsch. Nicht machen. Brüche werden nicht so geschrieben, sondern Brüche werden mit waagerechtem Strich geschrieben. Hat auch verschiedene Bewandtnis. Bloß mal zur Verdeutlichung, wenn ich sage ein Drittel mal zwei Siebtel, dann kann ich hier in aller Ruhe den Bruchstrich weiterziehen. Mach das mal hier. Wie soll das aussehen? Ein Drittel, ne, mal zwei Siebtel. Ja, Glückwunsch. Was wird das? Und so weiter. Was ich auch gesehen habe, das darf euch auch nicht passieren beim Gleichungen lösen. Meinetwegen, es stand da minus 6 oder hätte stehen müssen, minus 6 ist gleich 2x. Ich teile natürlich durch 2, dann ist das hier sichtbar. Hier, die minus 6 sieht man ganz deutlich. Jetzt mache ich mal das Minus so, wie es einer gemacht hat. Minus, und das muss man sich jetzt natürlich noch in Heftgröße vorstellen. Das Ding übersieht man. Hier bei demjenigen war der Punkt weg, was kam raus, Peng. Und so weiter. Solche Dinge dürfen nicht passieren. Noch was. Wenn ich zum Beispiel sage, schreibt das wie folgt. Bleiben wir bei 2x plus 3 ist gleich 4, meine Lieblingsaufgabe, weil die so schön einfach ist. Dann heißt das ja, wir machen einen Regiestrich. Ich mache es nochmal bunt. Einen Regiestrich, damit wir das trennen, was wir uns auf der nächsten Zeile vornehmen. Jetzt kommt das Falsche. Dann macht jemand einen Regiestrich und sagt, ja, klapp's rückwärts, ich muss mit minus 3 anfangen mit diesem Befehl und fängt hier an, minus 3 reinzuschreiben. Erstens ist es geschmiert und man sieht langsam nicht mehr durch. Aber jetzt kamen da Gefahren. Das hieß, auf der nächsten Zeile gab es ein Chaos. Also, Regiestrich heißt, um Gottes Willen nicht in die gleiche Zeile etwas reinschmieren. Sondern Regiestrich heißt wirklich, wenn ich jetzt sage minus 3, dass ich auf der nächsten Zeile das auf beiden Seiten ausführe. Also heißt das hier 2x ist gleich 1 durch 2. Natürlich können wir diese sogenannte Zwischenzeile, siehe andere Videos, weglassen. Dann steht hier schon x ist gleich 1/2. 0,5 ist auch erlaubt. Nochmal. Wenn zum Beispiel da stand, nehmen wir diese Gleichung mal umgekehrt, 4 soll sein 3 plus 2x, dann lassen wir dieses dämliche x auf dieser rechten Seite. Wer das tauscht, der handelt sich für später, für größere Gleichungen, Fehler ein, wo er sich so ärgert und sagt, ich hätte es gekonnt, aber ich habe mir selber ein Bein gestellt. Das x zum Schluss heißt das Thema 1/2 ist gleich x. Das geht natürlich hier auf der anderen Seite genauso. Aber das x bleibt zum Teufel nochmal auf der Seite, wo es stand. Das ist schon mal ein bisschen bedeutsamer. Wir werden heute ein bisschen schwerere Gleichungen als die üben, über die wir einen Test geschrieben hatten. Also ein bisschen schwerer als die. Aber das haben wir ja schon mal angesprochen. Damit wir die ganz leicht können. Und zwar von diesem Typ. 5x plus 4 ist gleich 2 minus, minus 8x zum Beispiel. So, jetzt gucken wir und sagen, hier ist die Regel, wir müssen das irgendwie richtig machen. Das ist nicht schön, wenn hier x und da x stehen. Wir wollen ja x ist gleich oder Ergebnis ist gleich x haben. Jetzt sagen wir, wo sind mehr x? Achtung, nicht täuschen lassen, das sind negative x, also sind hier mehr. Jetzt nehmen wir sie auf dieser Seite weg mit dem Gegenbefehl plus 8x. Nicht anfangen mit minus 2, sonst ist die 2 auch noch da drüben, wo das x eigentlich sein sollte. In diesem Fall oberste Regel, gucken, wo sind mehr? 5x sind mehr als minus 8x, okay?
Also plus 8x, dann steht hier 13x plus 4 ist gleich 2. Weg mit der 4 minus 4. Wenn es Fragen gibt, sofort schnipsen. Ne? Dann steht hier nochmal 13x ist gleich minus 2. Ich teile durch 13 und bin fertig. X ist gleich minus 2 Dreizehntel. Deutlich schreiben. Jetzt gibt es eine Frage. Warte mal, ich zeige nochmal, dass mit der Zwischenzeile hier kam die Frage, wie komme ich auf die 13x? Ganz einfach. Ich habe mir vorgenommen, auf der nächsten Zeile 8x zu addieren, damit die minus 8x verschwinden. Plus 8x plus 8x. Dann ergibt sich hier minus 8x plus 8x, die verschwinden. Die sind weg. Deswegen steht die 2 alleine. 0 muss ich nie hinschreiben. Und diese 8x und diese 5x zusammen sind 13x. Daher kommt das. Habe ich das ausreichend beantwortet? Ja, ganz genau. Ich sage jetzt keine Namen im Internet, ist klar. Jetzt kam die Frage, heißt denn das x auch mal? Ich habe die jetzt extra mal falsch verstanden. Es gibt die Schreibweise, aber davon auch müsst ihr euch auch verabschieden. Nicht nur, dass ich einfach bloß eine amerikanische 1 schreibe, es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte mal 2 mal 17 ausrechnen. Natürlich kennen wir die Schreibweise mit diesem Kreuz. Die ist auch auf Taschenrechnern zu sehen oder irgendwelchen Tastaturen von Computern. Aber um Gottes Willen, das gibt es hier in Mathe nicht. Wir lassen diesen Quatsch nicht machen. Wir haben Punkte für sowas. Und die Punkte, die wollen wir auch behalten. Denn wie sieht denn das aus? 2x 17 steht da. Das heißt 2 mal x mal 17. Ausführlich, ne? Das Punkt bei Variablen, also bei Buchstaben, lässt man den Punkt ja weg. Das hieße 2 mal x mal 17, das wären 34x. Deswegen, um Gottes Willen, das x ist eine Variable. Das ist eine unbekannte, das ist so ähnlich wie Kästchen plus 3 ist gleich 5. Und statt Kästchen hatten wir jetzt das x eingeführt. Hier gibt es Fragen. Wir haben uns jetzt ausreichend über alle möglichen Varianten und Fehler, die man machen kann, unterhalten. Also Schreibfehler sind die wichtigsten beim Gleichunglösen. Und noch ein Tipp. Wenn ich zum Beispiel mit einer Gleichung nicht klarkomme, nehmen wir mal die hier, diese, und ich komme damit nicht klar und ich rechne die zum 10. Mal, dann gibt es nur eine Methode, das richtig zu machen. Man schnappt sich die gesamte Gleichung, wie sie ist, schreibt die nochmal irgendwo hin und rechnet sie nochmal und guckt um Gottes Willen nicht noch auf diese Aufgabe. Denn meistens hat man hier solche dämlichen Fehler versteckt, dass man hinterher sagt, ach, nach dem 10. Mal lösen, ich habe es immer noch nicht gesehen, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Also nicht in einer Gleichung, wenn absolut der Fehler nicht sofort zu erkennen ist, dann schreibt man die ganze Gleichung nochmal hin, legt das Blatt beiseite und rechnet auf dem anderen Blatt, sonst schleppt man immer wieder Fehler mit und das muss nicht sein. Gut, wir sind im Übungsteil, wir machen es so, ich schreibe ein paar Gleichungen auf, ihr löst die in Gruppenarbeit, ich drücke dann natürlich sofort Pause und dann machen wir das gemeinsam und besprechen das. Ich schreibe mal die Gleichung auf und zwar 24x plus 17 ist gleich 30x minus 1. Wir machen das jetzt mit einzelnen Aufgaben. So, zu Hause wird Pause gedrückt, wir drücken hier Pause, lösen die Aufgabe und hinterher besprechen wir die Lösung. So, erster Schritt gucken, wo sind mehr Xe? Eindeutig, ne? Hier ist kein Minus davor, also ist das wirklich sicher, das sind mehr Xe. Kümmern wir uns darum, die müssen weg. Minus 24x heißt, das was hinter dem Regiestrich stehen muss, dann bleibt hier eine 17. Ich lasse die Zwischenzeile mal weg. 30x minus 24x ist bloß noch 6x. Und jetzt, hier bleiben die Xe, um Gottes Willen. Also minus 1 habe ich noch vergessen. So, und minus 1 muss weg, plus 1. 18, denn 17 plus 1 ist 18 und minus 1 plus 1 hebt sich auf, also bleibt hier 6x. Da gibt es eine Frage. So, jetzt fehlt bloß noch durch 6 zu teilen, damit mal 6 stört nämlich hier. Diese olle 6 verschwindet, 3 ist gleich x. Das ist das Ergebnis, nichts anderes. Eben kam die Frage, hätte man das nicht auch anders machen können, sich hier ganz anders ranwagen können? Natürlich, aber von Wismar nach Rostock über München zu fahren, ist umständlich und das bringt euch nur durcheinander. Im Moment nur machen, wie ich sage, dann klappt es ganz sicher. So, gucken wir uns mal diese Aufgabe aber nochmal unter einem anderen Aspekt an. Schaut mal, wenn wir diesen ersten Teil hier, wenn wir den mal weglassen, ich streiche den mal nicht richtig durch,
Wie sieht denn dann dieser Teil aus? Wie der Teil, den wir auch im Test gemacht haben. Ne? Das heißt, das ist nur eine Erweiterung dessen, damit man ein bisschen übt dabei. Und wir üben automatisch die Aufgaben, die wir dann in dem nächsten Test nochmal behandeln. Alles klar? Okay. Action. Die nächste Aufgabe schreibe ich gleich hin. Aber hier gibt es noch eine Frage. Hoffentlich gelingt es mir jetzt wieder im Kopf, eine entsprechende Aufgabe zu basteln. 5x minus 8 soll sein 6x plus 2. Mal sehen. Pause und Action. Partnerarbeit. So, wir sind wieder da. Wir haben es auch durchdiskutiert. 5x minus 8 ist 6x plus 2. Wir gucken, wo sind weniger x? 5x, eindeutig. Der Rest lässt sich dann abschreiben. Hier gab es nochmal die Frage, wieso die minus 8 hier stehen bleibt. Naja, weil hier eigentlich 5x minus 5x sich eine 0 ergibt und die minus 8 überhaupt nicht angetastet wird. Na, hier 5x minus 5x ist 0. Die 0 schreiben wir nicht, aber minus 8 wird nicht angetastet. Das heißt, die Zahl bleibt da stehen. Dann kam wieder das Übliche, das ist aber normal. Minus 2 ist der nächste Befehl, weil ja x hier alleine stehen soll. Minus 2 bedeutet aber, damit die plus 2 verschwindet. Ich muss es auf beiden Seiten machen. Hier war es klar, aber hier gab es Verwirrung, hier haben manche minus 6 hingeschrieben. Achtung, wir sind bei minus 8 Grad Kälte, es ist kalt. Und die Temperatur sinkt um weitere 2 Grad ab. Deswegen nochmal minus. Dann landen wir bei minus 10 Grad. So kann man sich es vorstellen, hatten wir hier schön erklärt. Achtung bei der Probe, 5 mal, und das mache ich jetzt in Klammern, die Schreibweise hat man so eingeführt, damit man mit mal und minus nicht durcheinander kommt. 5 mal minus 10 ist minus 50, minus 8, okay. Auf der rechten Seite, zuerst stellen wir die Frage, ist das so? Auf der rechten Seite und zum Schluss stellen wir fest, minus 60 plus 2 ist minus 58 und das auch. Deswegen kann man sagen, wir haben richtig gerechnet. Jetzt zur nächsten Aufgabe, bevor wir dann den Test noch schreiben. Und zwar 1,5x plus 3 ist gleich 0,5x plus 1. Mal sehen. Bei dieser Aufgabe 1,5x plus 3 ist gleich 0,5x plus 1. Da denkt man, ja, das geht einfach. Das geht auch einfach, wenn man ganz stur bleibt. Das musste weg. Dann ergibt sich x plus 3 ist gleich 1. Und jetzt gab es wieder die üblichen Schwierigkeiten. Deswegen habe ich nochmal das Thermometer hier hingemalt. Ich habe hier ein Thermometer. Die Quecksilbersäule war einstweilen noch bei plus 1 Grad. Denn ich musste ja dann 1 minus 3 rechnen. Bei plus 1 Grad und die Temperatur sinkt um 1, 2, 3 Grad ab. Dann lande ich automatisch bei minus 2. Das war das Ergebnis. Das kann man jetzt einsetzen, Probe machen. Machen wir nicht. Hier gibt es eine Frage. So, jetzt haben wir allerlei Zeug gemacht. Schön geübt. Wer zu Hause es nochmal nachüben will, gerne. Wir hören jetzt mit diesem Video auf, denn wir schreiben ja unseren Test jetzt.